Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Hof Mecklenburg mit dem Sachsen-Netzplayer, mit dem Freezy, mit dem McManus, mit dem Ansgar von Nordrhein TV Play und dem Kuden. Hallo. 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 Also Werner, der hat mich gestern ein bisschen zum Weinen gebracht. Ja? Ja, ich Freudentränen, können nur Freuden gewinnen. Ja, sicher waren das Freudentränen. Ja. Ich glaube, du weißt schon Bescheid. Ne? Ja, der Deutsch wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, ja. Im Bett und da gucke ich immer noch so ein YouTube-Video hier mit Ohrstöpsel. Ich sage, ach komm, guckst du mal ein Video von Werner. Und da kauft er da Deutsch. Ich habe gedacht, vor Werner, geil. Aber auch ein richtig geiler Deutsch, Alter. Da habe ich mir direkt auch mal runtergeladen. Er kann was, ja? Kann echt was, ja. Boah, mein Dresch hat ein bisschen Tourette, aber ist okay. Deine auch? Oh, ja. Okay. Ist okay. Mein Drescher hat Tourette. Poesie hat auch ein bisschen Unwucht hier. Er stockt hier immer. Ja. Unwucht halt. Tino? Irgendwie ziemlich belastend gerade. Muss ja jetzt heute... Aber warte mal, ganz ehrlich. Ich glaube, Randy, der hat hier, weiß ich nicht, wie viele Bahnen schwarz zusammengezogen. Ich glaube, so eine unerhebliche Rolle spielt das gar nicht. Ja, dann presst das weg, dann gucken wir doch, wie das funktioniert. Ja. Aber so. Randy, zieht das mal nicht so weit zusammen. Nicht so weit zusammen, okay. Ja, normalerweise kosten die Haufen nicht viel Performance. Weil im Endeffekt sind sie auch nur platzierbare Haufen, die spart. So, ich presse. Schauen wir mal, ob es besser wird. So, Guten, was wolltest du sagen? Auf jeden Fall, wir haben jetzt schon Folge 3, ne? Ja. Und was tue ich in Folge 2 eigentlich immer? Ach, der Baustellenbericht. Genau. Ist ja mal, Guten macht ja so ein bisschen den Bauleiter, die Bauüberwachung, da muss ich mal Reportage abgeben hier. Ja, ich kann dir was Erfreuliches sagen, Guten, und zwar, ich habe circa 1,5 Kilometer Kabel verlegt. Top. In 4 Tagen. Und jetzt bist du ganz durch oder hast du noch was? Elektrik ist zu 97% fertig. Was das wird dann jetzt geputzt und so, oder? Jetzt warte ich auf meine Fensterbänke. Und wenn diese drin sind, dann wird schon verputzt. Du glaubst es nicht. Geil. Ja, also das erste OG wird schon verputzt, ja. Weil dann die Innenwände reinkommen. Im ersten OG. Das sind ja noch keine. Ja. So sieht's aus. Aber ansonsten gibt's nichts weiter. Ein paar Meter Netzwerkkabel habe ich auch schon gezogen. In jeden Raum eins, oder wie war das? Nee. Ist ja Quark, für was denn? Weil haben ist besser als brauchen. Ja, keine Ahnung, aber Gäste-WC-Netzwerk. Das ist ja alles Videoüberwachen, ne? Wenn du mal Durchfall hast und trotzdem ja, aufnehmen willst, dann sitzt du auf dem Pott und... Heutzutage hast du ja WLAN-Kameras, da brauchst du ja nicht mal Netzwerk. Steuerst ja keine Kamera mehr mit dem LAN-Kabel an. Lass mal noch Zeiten. Ja. Nein, aber ansonsten, ja, Fernsehkabel und so weiter, es liegt auch schon alles. Die Küche hat ein Netzwerk bekommen. Von meiner Frau das Büro hat ein Netzwerk bekommen. Von die Kinderzimmer logischerweise beide haben ein Netzwerk bekommen. Mein Büro hat 3 Netzwerk bekommen. Und das Wohnzimmer hat ein Netzwerk bekommen. Weiß gar nicht, was war's noch? Ja, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Ja. Hast du jetzt eigentlich schon einen fixen Fertigstellungs-Umzugstermin? Ja, also Weihnachten würden wir gerne im Haus verbringen. Ja. Das wäre schön, ja. Aber wir wissen nicht, ob wir das zeitlich schaffen. Okay. Weil es ist ja jetzt doch auch schon wieder März. Und ja, die Zeit rennt halt einfach weg, ne? Ja, klar. Aber normal, wenn du jetzt bald Putz kriegst und so, dann ist das, glaube ich, doch durchaus realistisch. Ja gut, ich kriege jetzt einen Putz im ersten OG und dann ist der Plan, nachdem das erste OG verputzt ist, alle Innenwände rein, dann muss die restliche Elektroinstallation in den Innenwänden, die dann gestellt werden, noch reingezogen werden, dann muss die gesamte Wasser-Abwasser-Installation rein, dann muss der Fußbodenaufbau, das heißt Fußbodenheizung mit allem drum und dran rein, dann ist das erste OG eigentlich ganz gut.
und da müssen noch die ganzen Decken abgehangen werden. Und dann muss im Erdgeschoss quasi die Decke isoliert werden, weil da ist ja die ganze, da kommt ja die Installation rein in die Decke. Deswegen muss oben das fertig gemacht werden. Und dann kann die Decke isoliert werden, die Dampfbremse rein, dann kann unten verputzt werden, dann die Decken abgehangen und dann unten Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung und unten kommt der Nassestrich. Ja, also das ist schon, aha, das ist... Ja, aber hast du ja dann auch noch, war 9 Monate, nee, ja, 9 Monate vielleicht ungefähr. Aber sehr, sehr straffes Programm auf jeden Fall, also das steht fest. Und Außenbereich habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Und außen muss das Haus auch noch verputzt werden. Gut, das lasse ich nebenbei machen, davon abgesehen. Verputzt, kommt da Klinker drüber oder machst du so Putz mit Anstrich? Nee, kommt Putz drauf, Grundputz und dann Edelputz. Also ganz normal, also Strukturputz dann. Ja. Und dann Anstrich, ja. Lila oder braun oder... Bart oder Bart? Wow. Nein, Quatsch. Weiß. Ich finde an der Fassade, muss ich jetzt mal so sagen, muss ich meine Frau noch ein bisschen überzeugen, ich finde an der Fassade so diverse, wie soll ich sagen, so Holzakzente ziemlich geil. Ja. Weißt du, so ein bisschen so dickere Balken, so ein paar Holzakzente einfach. Oder dickere Latten, so quer, so dran, immer mit so ein bisschen Abstand dazwischen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich das meine, so ungefähr. Ja. Ja, und das finde ich sehr, sehr geil. Gerade, sage ich mal, zwischen den Fenstern, weil die Fenster im Erdgeschoss bei uns sind ja identisch mit den Fenstern im ersten OG. Also, ne, ist ja 1:1 gespiegelt quasi. Und da könnte man zwischen den Fenstern quasi so einen Holzakzent ziehen. Und dann so ein bisschen dunkel streichen, weiß verputztes Haus. Also würde mir persönlich sehr gut gefallen. Aber muss man natürlich schauen, ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ist nicht ganz günstig. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist bestimmt günstiger als nur verputzen. Teurer als nur verputzen. Ja, das auf jeden Fall, weil verputzen musst du so oder so. Ja. Ja, ja, aber naja. Hast du dich jetzt eigentlich da mit deinem FTTH nochmal irgendwie was erreicht? Nee. Also da ist aussichtslos. Mies. Du kriegst ganz normal deinen Anschluss von der Telekom ins Haus und dann gehe ich halt wieder zu meinem Anbieter, wo ich jetzt schon bin, die halt das Kabel, ihr eigenes Kabel, bis zu diesen Verteilerkästen im Dorf gelegt haben. Ne? Und ja, wäre halt weiterhin mit einer 50K-Leitung dann mich zufrieden geben müssen. Ja gut, ist ja auch okay, ne? Ja, aber definitiv, die 10K halt hoch wären halt nur geil, wenn es da was... 50K down reicht mir, das ist vollkommen okay. Wenn sie mir jetzt noch 25 hochgeben oder was weiß ich, oder 30 hoch, dann... 50-50. 50-50 wäre natürlich optimal, ne? Wir wollen ja nicht frech werden, aber das wäre ein Träumchen, ja. Schön ist auch, bei mir liegen ja immer noch die Leerrohre, die verlegen gerade überall, machen überall die Erdarbeiten und vor meiner Haustür stehen halt wirklich so, steht so eine große, kennt man ja diese 2 Meter Durchmesser, ja. Holz, ja. Rommel da, genau. Rommel, genau, wo dann so orange Leerrohre drin liegen, die dann in die Straße legen. Schön ist auch, die haben jedes Haus fertig gekriegt, außer unseres. Gut, wir sind am Ende von so einer Sackgasse, ne? Da hatten sie keinen Bock mehr. Ja. Nice. Irgendwann ist auch Feierabend, gut. Ja, irgendwann ist auch mal Schluss. Ja, aber ein Haus hätten sie noch machen können. Was du machen musst mit dem Rohren? Was denn? Bauschaum reinsprühen. Bestimmt. Oh, ist das mies. Dann so, wenn Rache wahrscheinlich meine eigene Leitung noch vorhin. Ja. Das Geile ist, wenn sie es verlegt haben und dann das Kabel durchschieben, merkst du dann irgendwann bei der Hälfte, geht nicht weiter, was ist da los? Alles wieder aufbuddeln. Auf jeden Fall hatten wir jetzt wieder Werbung von diesem Anbieter, der das halt bei uns verlegt, dass dann ab März oder so, oder nee, ich glaube erst ab Mai, bieten sie jetzt auch 300.000 Synchron an für 10 Euro mehr im Monat. Ja, Synchron. 300.000 Synchron, Alter. Da kannst du ja 1:1 beim Aufnehmen gleich hochschieben. Ja, also, wobei das Problem ist, sind dann wahrscheinlich eher die Google-Server, ne? Würde ich mal vermuten. Weiß ich, was YouTube schafft, das wäre mal interessant. Ich schätze mal, bei 100 ist Ende. Was? Hochladen und 3 Streams gleichzeitig machen wäre super. Ja, oder 3 Videos gleichzeitig hochladen und in 4K streamen. Aber weiß das jemand, was YouTube-Server, was die maximal abkönnen?
Ich weiß aus damaliger Zeit noch, da hatten wir einen Gigabit-Root-Server. Das hat YouTube voll angenommen damals. Das war 2012, okay. 2011. Hatten sie ja damals YouTube, angenommen. Also YouTube hat eigentlich sehr gute Kapazitäten. Ja, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass die bei 100.000 oder so sagen, also bei 100 Mbit, einfach Ende. Hm. Also ich, so wie ich mich noch dran erinnern kann, weil ich das einfach spaßeshalber damals so gemacht habe, das ging. Also der hat das voll ausgeschöpft. Dann geil, in 2 Minuten so 4 Gigabyte hochschieben. Also ich hatte jetzt ausgerechnet, für 200.000, dann müssten es ungefähr 85 Gigabyte die Stunde sein. Synchron. Könnte hinkommen, ja. Also ich habe jetzt momentan... Also bist du bei 140 oder so bei 300. Ich habe jetzt momentan aus irgendwelchen mysteriösen Gründen, ich weiß es selber nicht warum, 35 Mbit Upload. Oh, okay. Ich habe es nicht bestellt, ich habe es einfach momentan. Frag mich nicht warum. Nutze gar nichts. Gar nicht, einfach lassen. Einfach ja, akzeptieren. Ja, ne, ist da mir ich komplett egal. Und ich gar nicht rumrühren. Also ein normales 15-Minuten-Video in 8 Minuten oben. Geil. Wow. Ja, ist bei mir wie auch groß? So. Was haben die? 3,5 Gigabyte, 4 Gigabyte vielleicht? Ja, also gleiche Größe. Auch so ja. 25, 28 Mbit. So, circa. Ja. Das ist schon. Also, sie verbrauchen länger zum Verarbeiten, als wie ich zum Hochladden. Ja, das ist bei mir auch so. Das Verarbeiten könntest so. Du mit einem gewissen Dateiformat aber auch noch beschleunigen. M2TS, ja. Der M2TS-Dateiformat nimmst, dann ist unglaublich die Verarbeitungsgeschwindigkeit für YouTube. Also, das. Die zwei verstehen sich. Die sind so. Ja. Bros. Die sind ganz dicke. Ganz dicke sind die. Ja. Ganz das dicke. Das ist AVC, 264er Codec, ne Standard, aber halt nicht als MP4, sondern als MT2. M2TS. M2TS, genau. Ja. Und da, also meine Videos, ich habe das, Tino hatte dann ja auch das Renderprogramm, was ich hatte, weil das funktioniert dort, ne, das hat die Unterstützung. Ja. Das war willst du Power Director sein, ne? Power Director, genau. Ach doch, ja, stimmt. Dort, stimmt, saß ja, stimmt. Den Power Director. Das war toll, da verarbeiten die Videos. Ich finde das Minuten? Klasse, das Renderprogramm, muss ich echt sagen. Also, wie heißt das? Power Director. Also Cyberlink nee, Power Director. Nee, hatte ich früher auch. Was habe ich bezahlt, René? 80 Euro? Du hast Level die Ultimate, ja 80 Level. Die Ultimate 80 Euro bezahlt, hab's mir ganz normal offiziell gekauft. Also ist dein Geld absolut wert. Kannst du sehen, wer so ein bisschen Video-Editing macht oder machen will, jetzt nicht zu ausgefallen und zu umfangreich. Ist super, super Programm, ganz easy zu handeln. Ich habe vorher mit Magix gearbeitet und Magix, da kommst du halt sehr schnell an deine Grenzen, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube Magix ist eigentlich, also ich hatte als erstes damals PowerDirector, dann hatte ich Sony Vegas und dann hatte ich aber Sony Vegas ist eigentlich relativ umfangreich, ne? Ja, aber ich finde das total, weiß nicht, ich arbeite damit nicht gerne. Am einfachsten fand ich wirklich PowerDirector und daran dann direkt Magix und Magix kann von den Encodern her ziemlich viel. Aber also, Magix hat einen Nachteil, einen gigantischen Nachteil. Du kannst die Videoqualität nicht einstellen. Deine Renderqualität. Aber du kannst benutzerdefinierte Profile machen. Nein. Hm? Doch, das muss gehen. Doch. Also ich hab, ohne Mist, ich hab ein oder zwei Jahre Magix benutzt. Du kannst keine Qualität einstellen. Also du kannst zwei verschiedene Qualitäten auswählen für MP4-Dateien. Das war's. Du kannst die benutzerdefiniert machen, Bitrate einstellen, du kannst auch mit hier... Ich glaube auch, dass das geht, das, hier das zwei muss Pass, gehen bei Magix. Mit mehreren Encodier-Durchgängen und so. Dann geht's alles. Bei den neueren, also ich hatte Magix 15, glaube ich. Also ich finde Magix auch scheiße, aber das müsste es eigentlich können. Also meins konnte es nicht, also wirklich nicht. Ich habe nur deswegen das Renderprogramm geändert, weil ich habe mich an Magix gewöhnt und habe ja... alles damit gemacht und habe nur wegen diesem Kriterium bin ich zu Power Director gegangen. Power Director hat vor allen Dingen damals den Vorteil gehabt, dass das die beste Hardware-Unterstützung hat von den GPU-Rendering her. Oh ja, das stimmt. Aber da GPU-Rendering halt wieder Bitrate-mäßig ineffizient ist, ist es halt wieder... Es geht nichts über Adobe Prime. MGOI. Ey, wenn ich das schon höre, ne? Es geht nichts über Adobe Prime. Ey, da könnte ich ausflippen, Alter. Was ist denn Adobe Prime? So Prime Pro, hast auch ein Renderprogramm und Videobearbeitungsprogramm. Ja, mein CS6 oder CS7. Ja, CS6. Ja, aber weißt du, ach so. Das Programm kostet halt 1 Euro. Du meinst Premiere.
Premiere meint er, ja. Ja. Okay. Ja, das wusste ich nicht. Das ist ein Programm, was 3000 Euro kostet, ne? 3000 Euro. Wobei, der Vorteil von Adobe und außer von für Studenten. Sony Vegas ist halt, du kannst mit einem Frame-Server über MGOI encoden. Also du kannst auf der Adobe-Seite dir das Abo da abschließen. Ich meine, das kostet im Monat, lass mich nicht lügen, ich glaube 35 Euro oder was, oder 20 Euro, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, aber nur für Schüler und Studenten, ne? Ja, also, gut, oder Auszubildende. Aber du so. Hast dann alles drin. Du hast, ja, genau. Adobe, ja, aber gut, das sind After Effects, sind über 400 Euro im Jahr. Ja, gut, aber das lohnt sich. Hast aber alles. Das lohnt sich. Hast Photoshop, hast alles. Naja, aber Ansgar, das lohnt sich, wenn du es auch wirklich benutzt. Ja, gut. Also ich sehe bei Freezy dies nicht das Video-Editing, wozu man Adobe Prime... Ja, Freezy hat es deshalb bestimmt auch gekriegt. Premiere bräuchte. Ah. Wir sind erstmal fertig. Oder? Ich weiß es nicht. Fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat... Und dein Dubstep... Ich schneid euch raus, ich sag's euch. Das Video zu schneiden, brauchst du keine Premiere. Aber für deine Videos da, oder was? Ich mach ja wohl teilweise ja bevor ich jetzt was ist hier los? Ich fand das teilweise gerade irgendwie cool. Wir sind fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und morgen wieder vorbeischauen. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.